Ja, hallo und herzlich willkommen, Freunde und Freundinnen des Imperiums. Mein Name ist Christon und dies ist ein neues Let's Play auf der Gildenexpedition der virtuellen Zukunft. Wir befinden uns im zweiten Teil der virtuellen Zukunft. Ich habe ich jetzt auch richtig gesagt, genau. Wir befinden uns auf dem zweiten Schwierigkeitsgrad ganz am Anfang und werde diesen jetzt wieder mit euch gemeinsam durchkämpfen. Aha. Nein, das sind nicht die Einheiten, die ich einsetze. Ich sage auch gleich dazu. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht und bin sozusagen aufgestiegen. Sind das hier diese Schnellen, getarnt im Wald? Machen wir mal so. Ich spiele nicht über meinen Account. Was heißt, ich habe ein wenig weniger Angriffskraft, also 514 und 314, aber es sollte gut ausreichen. Die Gegner haben jetzt schon 100% Angriffskraft. Menno, Menno. Wir hoffen einfach mal, genau, dass er so auf den Agenten geht. Und wir schießen uns jetzt hier erstmal ein bisschen freudig durch die Gegnerschaft. Und dann werde ich hier, nachdem ich jetzt die Gegner vernichtet habe, so, genau, werde ich jetzt noch auf ihn gehen. Und das war's. Das war jetzt nämlich auch meine Idee. Die sind nämlich auch ganz gut. Also, wenn die Gegner so nah dran stehen, kann man auch gut gegen die Gegner kämpfen. Also ist das kein Problem. Oh, eine Relikt-Tempel-Blaupause. Und ja. Dadurch, dass es eben nicht mein Account ist, Kontakt, Reaktivpanzerung, möchte ich hier auch ein bisschen vorsichtiger spielen, also möglichst ohne Verluste durchkommen. Ein Freund hat mir das glücklicherweise zur Verfügung gestellt, weil ich unabsichtlicherweise aufgestiegen bin ins neue Zeitalter. Bisschen doof gelaufen. Okay. So, zack, 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 den haben wir, jetzt mähen wir den noch um, den noch und den nicht ganz, aber kriegen wir hin. Ja, du darfst deinen einen Schuss verteilen und jetzt noch diesen da und dann war's das auch. Okay, ja, ihr seht also, das ist jetzt auch ein bisschen, was ich ganz gut finde, dass man seine Armee ein wenig an die Gegnerschaft anpasst, soweit es gefordert ist. Man kann das hier auch im Autokampf durchspielen lassen. Das Ganze sollte eigentlich dahingehend kein Problem sein. Aber, aua. So. 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 Jetzt machen wir die erstmal platt hier, dass ihr nicht nochmal schießt. Und den da. Das Problem bei denen ist, abgesehen davon, dass sie sich jetzt wunderschön günstig hingestellt haben, dass sie eben auch nach vorne laufen müssen. Und damit augmentierter Samurai. Er hat leider Gottes eine Reichweite von 1. Das heißt, er muss in den direkten Nahkampf, der gute Samurai. Okay. Sind wir jetzt ein bisschen fancy, was den angeht. Hydroelektrischer Aal. Na, ich nehme mal Mudi. Für den hydroelektrischen Aal nimmt die Mudi mal 2 Ronins mit. Ihr seht, ich kämpfe hier auch nicht mit den, also wenn man mit diesen vielen Fernkämpfern spielt, ich kämpfe auch nicht mit den, sehr schön, der Aal ist in Reichweite. Da können wir den da eigentlich wegnehmen. Ne? Und jetzt den noch. Und meine Ronins. Ich dachte, meine Ronins klicken jetzt ihn, aber reicht die Reichweite nicht. Darfst du doch noch mal schießen. Das ist ja blöd gelaufen. Okay. Jetzt versteckt sich der böse Aal. Ich meine, schick sehen die Dinger ja alle aus, ne? Kann man ja nicht sagen. So, jetzt nehmen wir die beiden vom Feld. So, weil für ihn
Haben wir unseren Ronin dabei? Okay, wir müssen mal mit unseren Ronins nach vorn. Ja, die sind ein bisschen giftig. Muss man die Aale. Okay, wir setzen ihn mal ein Stück zurück. Krabbeln langsam nach vorn. Also theoretisch geht es auch mit denen, wenn man nur mit denen kämpft. Also zack. Das ist halt der große Vorteil, ne? Sie haben. So, ich würde jetzt aber gerne den Aal vernichten, damit er überlebt. Genau. Ronins waren jetzt nicht ganz so effektiv. Na gut. Aber gut, wir haben auch die vierte Reihe geschafft. Das vierte. Und machen weiter. Ich werde, nachdem ich mit den acht fertig bin, werde ich eine Pause einlegen. Und dann werde ich den zweiten Teil aufnehmen. Und das wird aber als ein Video erscheinen. Okay, auch hier. Ich weiß, es wirkt jetzt vielleicht wirklich ein bisschen langweilig. Kann ich noch irgendwas Sinnvolles erzählen? Nun ja, ihr kennt vielleicht, also was ich hier zum Beispiel gern mache, ist wirklich so dieses Bam, 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 so viel wie möglich mitnehmen. Eigentlich müsste man jetzt auf ihn schießen, aber er hat halt so eine relativ schlechte Trefferquote. Und jetzt werde ich erstmal ihn ganz kurz vom Feld nehmen, weil der mir ja doch ein wenig sehr nah gekommen ist. Und dann zwirbeln wir ihn weg und jetzt können wir dich noch vom Felde nehmen. Und dann war es das auch. Kann man alles sehr gut im Autokampf durchspielen. Und ist auch nicht schlimm, wenn man hier wirklich acht von denen einsetzt. Okay. Zwei Versuche. Sehr gut, dann kann ich nämlich morgen gleich. Hier ist jetzt ein wenig das Problem. Die Gleiter sind fliegende Einheiten und wir hatten ja eben schon ein wenig das Problem mit denen. Und deshalb werden wir jetzt aber ein. Nee. Werden wir jetzt auch ein wenig Zeitalter mischen und die Unterseekreuzer mit an Bord nehmen. So, die Gleiter bleiben schön in der Nähe. Das ist aber freundlich von Ihnen. Er ist der Zweite. Dann kommt er jetzt noch dran. Und dann können wir jetzt noch fleißig auf den Aal schießen. Und uns darüber freuen, dass im Grunde genommen alles hier weggefressen wird. So, er will natürlich nach vorn. Und wir können jetzt hier stehen bleiben. Die können alle nicht auf ihn schießen, aber er kann es. Sehr schön, haben wir auch diesen Teil gemeistert. Wir haben natürlich den Vorteil, wenn ihr, ich schätze mal, ihr habt die arktische Orangerie, da könnt ihr auch sehr gut. Wenn ihr gleiches Zeitalter spielt, die arktische Orangerie gut nutzen. Deshalb ist auch diese Aufstellung ganz günstig, wenn man eben die Dings benutzt. Da ist aber jemand schon sehr dicht dran. Aber wir haben acht Stück. Das heißt, wir machen erstmal euch zwei hier weg und jetzt nehmen wir uns langsam den Rest hier hinten vor. Also. Ich mache das immer ganz gern so, dass möglichst viele dabei ihren Treffer erleiden. So, du durftest auch nochmal schießen. Ungewöhnlich, aber gut, er hat's und einen Treffer haben wir kassiert. Sehr gut, das gefällt mir. Und wir haben noch zwei Raketentruppen bekommen. Okidoki. Auch hier kann man sehr schön mit den Raketentruppen spielen. Auch gut. Er hat sich jetzt versteckt, soweit ich das sehe. Wir werden trotzdem erst einmal die Schildkröte vom Felde nehmen. Können wir aber, glaube ich, darüber erledigen. Jetzt nehmen wir dich vom Feld, denn der Versteckte wird uns noch ein wenig begleiten. Das habe ich jetzt ein bisschen übersehen, dass er da. Genau, das meine ich. Dass er auch dann auch noch so scharf ist. Jetzt habe ich leider Gottes eine Einheit verloren. Tut mir leid. Du gehst mal weg und du gehst mal ran. Genau, das sollte doch eigentlich klappen. Ja.
Zumindest der Teil hat geklappt. Jetzt haben wir zwar nochmal zweimal diese ekligen Typen vor uns. Das heißt, das kann jetzt hier auch nochmal richtig ins Auge gehen. Jetzt natürlich erstmal wieder die Schildkröten vom Feld nehmen. Und einmal ihn. Ah. Dann schießt du auf ihn. Du schießt auf ihn. Du schießt auf ihn. Ah, sehr gut. Das heißt, der Gute hat schon einen Treffer kassiert. Ja, das sollte dann jetzt klar gehen. War aber Glück im Unglück, sag ich mal so, dass er auch jetzt da stehen geblieben ist. So, ein Treffer, drei Verwundete. Aber das ist nicht so schlimm. Okay, hoffen wir mal auf einen Bonsai-Shop. Okay, wir haben noch ein paar Relikte bekommen. Ja, bisschen viele weiße Relikte diesmal, ne? Okay, das war der erste Teil. Ich weiß, vielleicht sagt ihr jetzt, es ist ein bisschen langweilig, aber vielleicht nehmt ihr euch auch noch die ein oder andere Nuance zurück. Und vielleicht schaffe ich es auch im zweiten Teil so ein bisschen kreativer zu sein, was meine Kommentierung angeht. Aber es ist auch hier eher der Vollständigkeit halber, als jetzt wirklich einen großen Lerneffekt wahrscheinlich für euch. Aber dann könnt ihr euch auch mal die Einheiten gut im Kampf halt anschauen. So ist das gedacht. Okay. Dann bis gleich für euch, bis morgen früh für mich. Bis dahin, euer Christoph. Bis gleich. Ja, hallo. Und da bin ich wieder Kaffee gestärkt. Also noch nicht ganz, aber. Jetzt geht's auf in die nächste Runde am Morgen. Die andere war am Abend. Und wir nehmen uns den letzten Teil vor. Wir haben zwei Flieger drinnen. Das bedeutet für uns, dass wir hier ein paar von denen einsetzen. Zwar auch zwei Ronins und welche von denen. Aber jetzt ist die Frage. Also wir haben die drei und wir haben die drei. So. Nee. Ich mache das mal so. Dann können nämlich seine Einheiten auch noch ein bisschen was leisten. Okay, das ist schon mal gut. Und jetzt hoffen wir hier auch gut. So einen Treffer müssen wir wahrscheinlich ertragen. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Also von meiner Warte aus. Und hier kommt jetzt halt der Ronin. Aber wir machen das mal so. Bäm. Auch wenn wir jetzt den Treffer von ihm kassieren müssen. Aua. Das ist ja sehr, sehr eklig. Okay. Dann hoffe ich jetzt, dass wir das überleben. Nee, natürlich nicht. Wäre ja ganz was Neues. Ach, das habe ich jetzt total vermasselt. Das tut mir leid. So, das war schon mal gut. Und jetzt haben wir den. Okay. Ja, das war jetzt nicht ganz so doll gespielt. Das tut mir leid. Also für den Besitzer. Hier haben wir jetzt die Schwierigkeit, dass diese Ninjas raschen Einsatz haben. Das heißt, für die Ninjas werden wir uns leider Gottes mit den Dingern begnügen. Aber für den Rest reichen die. Okay. Das lief schon mal sehr gut. Soweit ich weiß, haben Ninjas keine, können sich nicht verstecken. Um die beiden müssen wir uns erstmal keine großen Gedanken machen, sage ich es mal so. Das kommt dann gleich noch. Genau, ab der zweiten Runde. Und jetzt aber ab der zweiten Runde sollten wir das ganz gut schaffen. Der Agent ist noch nicht mal verwandelt. Sie sind ein bisschen zäh. Die haben dieses dämpfende Feld. Ja, aber kriegen wir hin. So, das ist doch mal wieder eine perfekte Runde gewesen. Gut, oh, noch vier Versuche. Das ist auch nett. So, die haben eingraben? Nee, wer war das mit der Tarnung? Weiß ich nicht, können wir also weiter so belassen.
Die Crabs sind Crab. Was sind ja. Oh, was ist denn da passiert? Ach, seht ihr, sie sind doch. Das war das, was ich ein wenig nervig fand. Wollen wir erstmal die Crabs erledigen? Nein, erstmal das, was hier in der Nähe ist. Und das, was hier in der Nähe ist, heißt eben erst einmal das. Und weil die unsichtbaren Ninjas sind gerade am ekligsten. So, stelle ich mich mal dorthin. Dorthin. Und dahin. Ja, ich muss ja an dich leider Gottes wirklich heranrücken. Und jetzt müssten wir uns um die drei kümmern. Weil ab jetzt wird es langsam etwas eng. Ja, es kommt. Ja, den konnten wir leider nicht verhindern. Zack. Oh, das war gut. Dann haben wir den nämlich weg. Und jetzt brauchen wir nur noch mit einem gewissen Abstand auf ihn schießen. Okay, das lief ja gar nicht so schlecht. Bisschen Glück war dabei. Ich gebe es zu. Zwei Ronins. Ja, mal halt einen Flieger drin, das darf man immer nicht vergessen. Nee, nicht Raumfahrt, Asteroidengürtel. Hier sind jetzt das größte Problem er und unser von eben schon bekannter Ninja. Die Ronin sind in der Regel. Wenn man gegen sie spielt, nicht das große Problem. Oh, das hat sehr gut gelaufen. Dann können wir erst einmal hier auf den Ronin schießen. Sehr schön. Wenn ich jetzt nämlich auf ihn schieße, ich werde mal den da zermöbeln. Ja, geht alles schön. Dicht beieinander, so kann ich euch hier, ja, das dürfte reichen, dass er nicht getroffen wird. Okay. Ach, jetzt ist wieder doof. Ach, was soll der Geiz? So, na, klappt. Ah, stimmt, das vergesse ich immer, weil der Ronin ist jetzt zerstört und das bedeutet, dass der Agent daneben sich nicht mehr verwandelt. Kleine Eigenheit, die das Spiel, also die, an der die Programmierer zauberhaft mitgedacht haben. So, du bist schön weit vorn, du auch. Erst einmal kümmern wir uns um dich. Und jetzt kümmern wir uns um dich. Immer einen Schritt nach dem anderen sozusagen. Und jetzt kümmern wir uns um dich. Na, so habe ich mir das gedacht. Auch die Agenten sind noch zumindest in gewisser Weise schlagkräftig. Und die können ja leider Gottes nur, also die müssen, können ja nicht auf die Flieger schießen. Okay. Und das war's. Sehr schöne Runde, hat mir gut gefallen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Eine Parade, eine Parade. So, oder? Ich denke fast, wir können das beibehalten. Ich überlege noch, ob wir noch. Nö, wir machen es so. Bim, bim. Ah, sehr schön. Der Kraken ist heute Morgen wieder sehr aktiv. Okay, auf wen schieße ich denn jetzt? Wenn ich auf einen von den beiden schieße, bringt das eigentlich in der Regel jetzt gerade nicht so viel, aber obwohl, wir haben noch zwei Agenten. Jetzt muss ich mal kurz koordinieren. Also wir haben vier Geschütze. Ich glaube, wir setzen jetzt einfach ein wenig auf Masse. Nein, 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 nein. 3 bis 6. Ja, 3 bis 6. Eigentlich wollte ich ihn tot kriegen. Na gut, dann kriegen wir ihn dann gleich gut.
Ist ja lieb von unseren Freunden, wenn sie zack. Schade, kommt nicht rein, ne? Naja, ist auch gut so. Wenn sie uns so entgegenkommen. Und dann haben wir die erste Runde schadfrei überstanden. Ich werde später noch die Ronins einsetzen, sobald wir Ronin technisch. Eieiei. Wollte schon sagen, kommen wir jetzt gar nicht ran. Komm zu mir. Ja, du wirst schön stehen bleiben. Ach, das lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Zack und zack. Und das war's. Okay, sehr schön. Die Runde gefällt mir gut. Und wir ziehen in die nächste Runde. Oh, zwei goldene Relikte. Ronins einzusetzen ergibt meines Erachtens nach wirklich erst dann Sinn, wenn man. Also jetzt könnten wir zum Beispiel Ronins einsetzen. Müssen noch darauf achten, dass wir hier den Flieger haben. Ich lasse das mal so. Ich will jetzt, weil ich jetzt auch keine Lust habe, rumzuklicken. Also, die beiden werden irgendwann weichen ab der dritten Stufe, wenn keine OZ-Einheiten mehr auftauchen. Ab da an ist es, glaube ich, sinnvoll. Und jetzt müssen wir erst einmal ihn vom Feld nehmen. Und aua. Ihn. Und ihn. So, das ist, gefällt mir. Und jetzt müssen wir uns erst einmal um den Ronin kümmern. Bam. Und bam und bam. Okay. Leicht angeschlagen, aber ich denke auch, das war ganz gut in dieser Konstellation. Und jetzt können wir uns hier fleißig um die Ronins kümmern. Genau, so war das gedacht. Ha. So spielt man das solide schnell runter. Okay. Jeder hat seinen Job und wir haben jetzt 20 Güter erhalten. Des vorhergehenden Zeitalters. Eieieiei. Im Anbetracht der Tatsache, dass wir hier vier haben, machen wir das mal mit dieser Konstellation. Meine, die zwei Agenten, die ich jetzt gerade drin habe, sind ein bisschen der Feigheit geschuldet. Weil ich nicht weiß, ich glaube, einer von denen ist so super schnell genau der. Aber so, ah, sehr schön. Oh, super. Ich müsste ihn doch auch zerlegen. Und jetzt sollten wir erst einmal das Primat auf diejenigen setzen, die hier uns in der Nähe sind. Also die in unserer Nähe sind. Bam. Sehr gut. Wie gesagt, die beiden Agenten waren jetzt ein wenig aus Feigheitsgründen gesetzt. Okay. Und da kommt die nächste Welle. Die sollte, denke ich, kein Problem darstellen. Und das hat sie auch nicht. Drei Schuss, drei Tote. Ja, ich kann jetzt schon mal aus meiner Perspektive sagen, zumindest jetzt, dass ich die Dinger hier richtig gut finde. Hier haben wir jetzt ein bisschen ekligerweise den hydroelektrischen Aal dabei, für den ich dann jetzt doch noch mal diese beiden hier mitnehme. Denn er versteckt sich gern. Gut, jetzt wieder primäres Ziel erstmal er. Und jetzt er. Und da haben wir einen Crab. Okay, damit haben wir auch den Ronin vernichtet. Und ja, Zielprioritäten sollte man ja setzen.
Ja, den lassen wir mal. Wir haben sowieso keine riesige Reichweite, das ist also nicht so tragisch. Jetzt sollten wir aber ein bisschen nach vorn ziehen. Ah, er ist herausgekrochen. Ah, das ist gut, dass wir ihn, weil jetzt schreibt sich, jetzt passiert das, was ich eben beschrieben habe, dass dass dieser Schlumpf hier, dafür werden wir uns mal zurückziehen, soweit es geht. Denn die sind immer seine erklärten Ziele. Klar. Und ich will ihn ja ein wenig zu mir treiben. Aber da können wir hier auch nach vorn ziehen. Ah, es reicht wieder nicht. Vielleicht hätte ich mir den auch nach vorn ziehen sollen. Also übrigens, wenn man nur sie hat, dann. Ja, jetzt haben wir einen Treffer geschafft. Das, was ich wollte. Hier steht wieder so ungünstig auseinander. Ich glaube, das ist der erste. Zack. Das ist der zweite. Zack. Okay. Damit haben wir den ersten Teil unseres Auftrages erfüllt. Es ist wieder ein bisschen taktischer, also hier auch, was das angeht, ihn ziehen wir mal nach dort. Sehr schön. Dann kriegen wir ihn ja auch noch mit. Nee, kriegen wir nicht. Ach, Mist. Und jetzt wisst ihr wieder, was hier gerade unser Problem ist, nämlich an ihn heranzukommen. Nimm dich trotzdem mal nach dort drüben. Und dich stellen wir mal nach dort. Denn in der Regel will er die Agenten verwandeln. Gut, ich denke, ab jetzt sollte es geschafft sein. Genau. Die Unterseekreuzer haben halt auch eine hohe Reichweite. Okay. Haben wir auch diesen Teil geschafft. Und das war's leider schon wieder. Oh, ging ja fix. Naja, 15 Minuten. Ja, das war's für die zweite Runde. Ich hoffe, sie hat euch ein wenig unterhalten. Und ihr habt ein wenig das Spielprinzip hier kennengelernt. Ja, wie gesagt, also man kann, denke ich, auch viel im Autopiloten spielen lassen. Das Schöne ist, oder Nervige für manche ist vielleicht, man muss seine Einheiten immer ein bisschen anpassen an die Gegnerschaft. Aber ich denke, das stört mich jetzt nicht so. Das ist man aus langer Zeit OZ-Spielen, glaube ich, gewohnt. Also sehr angenehm. Okay, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder beim Schwierigkeitsgrad Nummer 3. Ich hoffe zumindest und ich hoffe auch, dass es euch gefallen hat. Und wenn ja, lasst mir ein Like da. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde mich auch das freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Christon.